Meine Frau und ich waren mal so ein schönes Liebespaar. Wir waren Menschen wie Sie. Eines Morgens wurden wir verwunschen, in Fische verwandelt. Und erlöst werden können wir nur, wenn wir ein Liebespaar finden, das sich auch nach 3 Jahren noch liebt. Du kannst mit Fischen sprechen? Ich kann auch ein bisschen Huhn und ein paar Brocken Hund. Bei einem einzigen Kuss werden bis zu 40.000 Bakterien ausgetauscht. Grässlich. Das ist ekelhaft. In jeder Großstadt dieser Welt würde ich einen Laden eröffnen. Jetzt kriegen Sie erstmal Ihr Babykindchen. Man muss sich schon entscheiden im Leben. Oder man braucht einen sehr reichen Mann. Ich verdiene Geld. Aber wie viel? Zeig mir einen besseren Job. Ja, für andere Jobs bist du ja nicht so der Typ. Er macht jetzt sogar Schuppentransplantationen. Für Geld tun wir doch alles. Wenn sie mir einen Auftrag gibt, dann brauche ich natürlich einen Webrahmen. Im Keller wäre Platz für Webrahmen und Nähmaschinen. Da könnte ich richtig produzieren. Vorsicht mit dem Stoff! Ida, es ist doch eigentlich alles gut. Wir haben doch uns, wir können doch zufrieden sein. Ah. Ida, was ist los? Und wir hecheln. Ah. Du hast noch nie mit Ramenkuchen gebacken. Kein einziges Mal, oder? Täusche ich mich. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt alles verändere. Alles, was ich mache, ist falsch. Vielleicht hörst du einfach mal auf, immer was zu machen. Lass mich von dir nicht so behandeln. Ich bin doch nicht der Depp hier. Ich kümmere mich hier um Tommy und du machst Weltkarriere. Du hast ja einfach den besten Fisch geangelt. Ich kann ganz anders sein, wenn du möchtest. Was bedeutet dieser überraschende Erfolg für Sie? Erfolg ist toll. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Ich wollte immer erfolgreich sein. Warum werden wir Frauen immer bestraft, wenn wir Erfolg und Liebe wollen? Hey, ich rede mit Ihnen. Sie sind ja autistisch und stumm wie ein Fisch.